Aristoteles oder die Lust zur Freundschaft. Ein Essay aus meinem Buch Gedankensplitter. Freundschaft ist eine Tugend, weil ein zu viel oder zu wenig möglich ist. Tugenden sind ja Ziele, ferne Ziele, die es zu erreichen gilt. Ethische Ziele. Der Freund ist ein Gut, der dir Gutes will, um deiner selbst willen. Gegenseitiges Wohlwollen, das beiden bekannt ist, kann zu einer Freundschaft führen. Das, was mir nützlich ist, aber dir auch etwas Gutes bringt. Es gibt eine vollkommene Freundschaft, die dauerhafteste von allen Arten von Freundschaften, die sich nur dann entwickelt, wenn es einem um das Gute an sich geht. Intrinsisch. Nicht das Gute für mich oder für dich oder für beide, sondern das Gute um des guten Willens. Freundschaft muss zwischen zwei Menschen in der Realität ausgelebt werden. Freundschaft nur als Disposition ist keine vollkommene Freundschaft. Diese Gedanken machte sich Aristoteles. Alles, was intrinsisch gelebt wird, führt zur vollkommenen Glückseligkeit. Eudaimonia. Intrinsisch bedeutet, etwas zu tun um des Tuns willen. Ich lese um des Lesens willen. Ich schreibe, weil ich das Schreiben mag. Ich fahre Rad, weil ich das Radfahren mag, ohne damit etwas Bestimmtes erreichen zu wollen. Wenn ich schreiben würde, um berühmt zu werden oder arbeiten gehen würde, um Geld zu verdienen, könnte ich unmöglich vollkommen glücklich werden. Zur Glückseligkeit kann man auch gelangen, indem man sich Ziele setzt. Ziele zu haben führt dazu, sich weitere Ziele zu setzen. In kleinen Schritten erreicht man vielleicht auch ein Endziel, das wiederum zur Glückseligkeit führt. Arete, griechisch für Tugend, Vorzüglichkeit, Bestzustand. Eine Leistung könne vollbracht werden oder sie könne hervorragend vollbracht werden, sagt Aristoteles. Das denke ich genauso. In der Anthropologie wird der Mensch von Arnold Gehlen als Mangelwesen, von Helmut Plessner als exzentrisches Wesen definiert. Ich denke, dass eine mögliche weitere Definition die wäre, dass der Mensch ein verbesserungsfähiges Wesen ist, das alles Mögliche besser machen kann.